Bodyscan. Richtet euch für die Übung ein, am Boden liegend, auf dem Rücken, wenn das geht. Es ist aber auch möglich, die Übung in jeder anderen Stellung zu machen. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch Küsse unter die Knie tun oder unter den Nacken, euch zudecken und euch einladen, so auf dem Rücken liegend anzukommen. In diesem Moment. Schenkt euch die Zeit, also Pause von wollen und nicht wollen. Erlaubt euch, alles so zu sein, wie ihr es vorfindet, nichts müssen zu verändern, zu bewerten, zu analysieren und möglichst freundlich wahrnehmen, was gerade auftaucht, von Moment zu Moment. Bemerkt, wie ihr könnt das Gewicht abgeben, wie ihr euch dem Boden anvertrauen und wo euer Körper Kontaktpunkte hat. Wo berührt der Körper den Boden fest und schwer und wo leicht? Wo ist vielleicht der Körper vom Boden ein bisschen weg, ein bisschen erhoben? Und wo sinkt er in den Boden? Wie wäre der Abdruck, wenn ihr würdet wie ein Stempel einen Abdruck hinterlassen? Habt ihr eine Wahrnehmung für den Atem, für die Atembewegung? Könnt ihr wahrnehmen, wie sich der Körper beim Einatmen ausdehnt an gewissen Stellen und beim Ausatmen zurücksinkt? Wo ist jetzt gerade in diesem Moment der Atem lebendig oder deutlich spürbar? Und versuche den Moment an dem Ort zu verweilen, wo ihr jetzt gerade der Atem deutlich oder lebendig könnt wahrnehmen, ohne den Atem wollen zu bewerten oder zu verändern. Möglichst freundlich, von Atemzug zu Atemzug. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch vorstellen, wie der Atem jeweils der ganze Körper erreicht, dass sich der ganze Körper von Zehenspitze bis zum Scheitel, von der linken bis zur rechten Hand, beim Einatmen jeweils leicht ausdehnt und nährt und beim Ausatmen jeweils wieder zusammenfällt, Gewicht kann abgeben und verbraucht es, kann ausströmen.
bemerkt, so gut es geht, wieder abschweifet, wieder in die Gedanken, in die Zukunft oder in die Vergangenheit wandert oder in ein Analysieren vom Erlebten kommt. Und ladet euch freundlich und geduldig ein, zurückzukommen zu der Übung, zu der Wahrnehmung vom Moment. Jedes Einatmen, ein Nähren, ein Ausdehnen und jedes Ausatmen, ein Zusammenfallen, ein Ausströmen von Verbrauchtem. Und wenn ihr bereit seid, könnt ihr dann mit einem Einatmen die Aufmerksamkeit in den rechten Fuß bringen. Nach Einladen den rechten Fuß wahrzunehmen, so wie er sich jetzt gerade zeigt, wie sich die Empfindungen zeigen. Und jede Empfindung kann angenehm, unangenehm oder neutral sein, deutlich, undeutlich oder scheinbar nicht da. Ihr müsst nichts bewerten, nichts verändern, nichts analysieren. Es geht nicht darum, was ihr wahrnehmt, sondern dass ihr auf eine freundliche Art in diesen Bereich wandert mit eurer Aufmerksamkeit, so gut das geht, vom Moment zum Moment. Habt ihr eine Wahrnehmung für die Temperatur in eurem rechten Fuß? Für die Hülle? Oder fürs Innere? Für die einzelnen Zehen? Oder die Zehen als Ganzes? Habt ihr eine Wahrnehmung für die Fußsohle und die Ferse vom rechten Fuß, für den Fußrücken und das Fußgelenk? Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch hier den Atem mit einbeziehen und euch vorstellen, dass ihr jeweils beim Einatmen den Fuß füllt mit Atem und Aufmerksamkeit. Wie ist jetzt gerade in diesem Moment die Empfindung in eurem rechten Fuß? Und wandert dann in den rechten Unterschenkel. Habt ihr eine Wahrnehmung für die Waden, die vielleicht aufgelegt sind, auf einem Küssi oder am Boden? Für Schienbein? Habt ihr eine Wahrnehmung für euer rechtes Knie? Für das Gelenk, für die Kniescheibe, für die Kniekehle. Und wie ist die Wahrnehmung im rechten Oberschenkel? Könnt ihr das Gewicht abgeben? Habt ihr eine Wahrnehmung für die Hülle
oder fürs Innere oder für beides. Und ladet euch ein, die Wahrnehmung auszudehnen auf das ganze rechte Bein, von der Zehe bis zum Hüftgelenk. Und auch hier könnt ihr wieder weiter Atem mit einbeziehen und euch vorstellen, dass ihr ins rechte Bein ein- und ausatmet. Und von Moment zu Moment Wort zu nehmen, wie sich das jetzt gerade in diesem Moment anfühlt, ohne etwas zu verändern oder zu bewerten. Es geht nicht darum, was ihr wahrnehmt, sondern dass ihr das rechte Bein bewohnt. Wahrnehmt, was jetzt gerade vielleicht angenehm ist, unangenehm oder neutral. Ohne eine Leistung zu erwarten. Mit einer Haltung von einer Freundlichkeit und einer Neugier. Und wenn ihr so weit seid, könnt ihr wieder mit einem Einatmen die Aufmerksamkeit lenken durchs linke Bein in den linken Fuß, in die linke Zehe. Vielleicht könnt ihr eine Berührung von Zehe zu Zehe wahrnehmen. Vielleicht eine Feuchtigkeit nehmen, eine Temperatur, ein Kribbeln. Und wie fühlt sich die Fußsohle vom linken Fuß an? Die Fersen. Ist da vielleicht ein Kontaktpunkt zum Boden? Eine Wahrnehmung von einem Socken oder von einem Küssi oder von Luft? Habt ihr eine Wahrnehmung für das Rist, für den linken Fußrücken, für die kleinen Gelenke und vielleicht Knöchel vom Fußrücken. Und das Fußgelenk. Und füllt den ganz linken Fuß aus mit eurer Aufmerksamkeit. Ist da eine Empfindung von Enge oder Weite? Ist die Wahrnehmung deutlich, undeutlich oder neutral? Und wandert weiter in Unterschenkel vom linke Bein. Wie ist das jetzt gerade
wahrnehmbar in diesem Moment. Und was trefft ihr an, wenn ihr ins linke Knie wandert? Habt ihr eine Wahrnehmung, in welchem Winkel dass es arrangiert ist? Eine Wahrnehmung für das Innere vom linken Knie? Für das Äußere? Und was nehmt ihr wahr, wenn ihr in den linken Oberschenkel wandert? Habt ihr hier eine Wahrnehmung für innen, für aussen, für Spannungen? Oder für das Abgeben von Gewicht? Und ladet jetzt das ganze linke Bein ein, wahrgenommen zu werden vom Zehenspitz links bis zum linken Hüftgelenk. Bewohnt euch das linke Bein. Und auch hier könnt ihr, wenn ihr wollt, den Atem dazu nehmen. Und euch vorstellen, wie sich das linke Bein liegt. Ausdehnt beim Einatmen und eingeladen ist, Gewicht abzugeben und Verbrauch zu auszuströmen beim Ausatmen. Wenn ihr wollt, könnt ihr beide Beine versuchen zu beatmen, wahrzunehmen. Was ist deutlich wahrnehmbar? Was undeutlich? Und natürlich ist vielleicht das linke Bein ganz anders in eurer Wahrnehmung als das rechte. Vielleicht ist ein Bein angenehmer. Oder schwerer. Und ihr seid immer wieder eingeladen, alles so zu sein, wie es ist. Mit einer freundlichen Neugier. Ohne etwas müssen zu bewerten. Zu schubladisieren. Ohne etwas müssen zu erreichen. Eure Beine bewohnen von der Zehenspitze bis zu den Hüftgelenken. Und bringt die Aufmerksamkeit zum Gesäß. Habt ihr eine Wahrnehmung, wie die beiden Gesäßhälften den Boden berühren, wie sie Gewicht abgeben können oder wie sie Spannungen haben? Ist die linke Gesäßhälfte anders in der Wahrnehmung als die rechte?
Und habt ihr eine Wahrnehmung für den knöcherigen Teil von eurem Becken? Für die Sitzhöcker, Steißbein, Schambein, Beckenkamm? Habt ihr eine Wahrnehmung, wie der knöcherige Teil eures Becken umhüllt und schützt? Und für die Organe, die sich darin befinden, Geschlechtsorgan, Ausscheidungsorgan, geschützt von dem knöcherigen Beckenteil? Habt ihr eine Wahrnehmung für die Schließmuskeln? Für die Hülle und für das Innere vom Becken? Und vielleicht könnt ihr den Atem deutlich oder als Idee wahrnehmen, wie er auch im Beckenbereich spürbar ist. Wie sich mit jedem Einatmen das Zwerchfell Richtung Becken zieht und beim Ausatmen zurückschwingt wie ein Trampolin. Und wenn ihr das nicht könnt wahrnehmen, was völlig normal wäre, könnt ihr euch vielleicht auch da vorstellen, wie ihr ins Becken einatmet, sodass es sich bei jedem Einatmen leicht ausdehnt und wieder auch aus dem Becken ausatmet und mit jedem Ausatmen euch könnt einladen dort Gewicht und Spannungen und Verbrauch loszuströmen. Ihr könnt dann zum Kreuzbereich wandern, vom Steißbein, die Wirbelsäule, das Durauf. Vielleicht könnt ihr dort die Rundung vom Boden weg wahrnehmen. Eventuell ist dort weniger Körperkontakt zum Boden oder gar keinen. Wie fühlt sich die rechte Seite vom Kreuzbereich an und wie die linke. Und manchmal setzen sich dort im Kreuzbereich Spannungen fest und ihr müsst nicht bewerten und auch nicht versuchen wegzubringen. Aber ihr dürft versuchen, Spannungen auszuatmen und euch immer wieder einzuladen, euch ein Gewicht am Boden anzuvertrauen. Mit jedem Ausatmen noch einladen, Gewicht abzugeben, auch in diesem Kreuzbereich. Habt ihr auch eine Wahrnehmung für die Bauchdecke? Vielleicht hebt sie sich und senkt sich im Rhythmus vom Atem. Und wie ist die Wahrnehmung fürs Innere zwischen dem Kreuzbereich und dem Bauchbereich? Ist vielleicht auch hier der Atem wahrnehmbar?
Könnt ihr euch vorstellen, wie dort im Inneren die verschiedenen Organe euch ausfüllen? Jedes mit einem eigenen Bewegungsmuster. Jedes Organ bewegt das Organ nebendran. Sich selber. Und wird gleichzeitig noch bewegt durch den Atem und durch das Blut. Habt ihr eine Wahrnehmung für das belebte Innere zwischen Bauchdecke und Kreuzbereich? Und ihr seid immer wieder eingeladen, alles genau so zu sein, wie es ist. Ob es angenehm ist, unangenehm oder neutral. Ob es deutlich oder undeutlich ist oder scheinbar nicht da. Und wenn ihr merkt, dass ihr abgeschweift seid, seid ihr schon wieder präsent und könnt euch freundlich und geduldig einladen, zurückzukommen. Im Moment sind wir beim Bauch. Bei der Bauchdecke und beim Kreuzbereich. Ihr könnt dann der Wirbelsäule entlang weiter gegen oben wandern in den mittleren Rückenbereich. Vielleicht könnt ihr wahrnehmen, wie die Rippe den Boden berühren oder wie die Rippe die Haut berühren und tut der Boden. Wie kann der recht mittlere Rücken das Gewicht abgeben und wie der link? Könnt ihr auch dort vielleicht eine Atembewegung wohnen? Könnt ihr wahrnehmen, wie ich die Rippe in diesem mittleren Teil umrunde, seitlich, und wie sie oben in einem Vorhang eine Öffnung haben, angemacht, beim Brustkorb. Habt ihr eine Wahrnehmung für die Region zwischen dem Bauch und der Brust? Wo nicht durch die Rippe geschützt ist, sondern dort, wo die Rippe wie ein Vorhang sich öffnen. Ist auch dort vielleicht ein Heben und Senken mit dem Atem spürbar? Und wo ist der Teil vom Körper für euch wahrnehmbar zwischen der Hülle, zwischen unten und oben? Auch dieser mittlere Teil ist ausgefüllt mit Organen, wo jedes seinen eigenen Bewegungsrhythmus hat und die anderen Organe mitbewegt. Habt ihr dort im Solarplexus eine Wahrnehmung für die Fülle, das lebendige Bewegen im Inneren oder bis ins Äußere, bis in die Hülle? Und
wandert dann zum oberen Rückenbereich, zu den Schulterblättern. Habt ihr eine Wahrnehmung, wie sich die Schulterblätter am Boden ablegen können, das Gewicht abgeben? Für die Rippe, die unter der Achselhöhle seitlich euch umrunden und im Brustkorb zusammenwachsen und euren Brustbereich schützen. Könnt ihr vielleicht auch hier eine Atembewegung wahrnehmen? Ein Ausdehnen von der Rippe beim Einatmen und ein Zusammensinken beim Ausatmen. Habt ihr eine Wahrnehmung von der Lunge, die sich bei jedem Einatmen füllen und der ganze Brustbereich ausdehnen mitsamt der Rippe? Und bei jedem Ausatmen sich leeren und den Brustbereich mit der Rippe wieder zusammensinken. Könnt ihr euch vorstellen, wie in der linken Brusthälfte das Herz auf der Lunge liegt? Und mit jedem Atemzug auf und ab gewiegt wird. Habt ihr eine Wahrnehmung für die linke Brust? Eine Berührung zu Kleidung oder Decke? Habt ihr eine Wahrnehmung für die rechte Brust, für die Haut, für das Gewebe und für den Brustkorb, wo die rechte Brust drauf liegt? Und wenn ihr wollt, könnt ihr den ganzen Rumpf von den Schultern bis zum Becken einladen, wahrgenommen zu werden, mit Hilfe vielleicht von Atmung. Bemerken, wie sich der ganze Körper beim Einatmen ausdehnt und beim Ausatmen zusammenfällt, vom Becken bis zu den Schultern. Und erlaubt noch immer wieder, ganz freundlich oder so freundlich wie es geht, alles so dürfen lassen, wie es ist. Es geht nicht um Leistung, es geht nicht darum, etwas zu erreichen, etwas richtig oder falsch zu machen. Es ist eine Bestandesaufnahme von eurer Wahrnehmung jetzt in diesem Moment. Bringt die Aufmerksamkeit zu den Schultern, zu den linken Schultern, zu den rechten. Und mit einem Einatmen könnt ihr die Aufmerksamkeit ausdehnen. Die Arme füllen, die Oberarme, die Ellbogen, die Unterarme, die Handgelenke und eure Hände. Habt ihr eine Wahrnehmung für die Fingerspitzen?
für die Nagelbett, für die Däume. Habt ihr eine Wahrnehmung, wie eure Hände arrangiert sind, wo dass sie Kontaktpunkte haben zum Boden oder zu anderen Körperteilen oder zur Decke? Berühren sich die Finger oder hat es Zwischenräume, die wahrnehmbar sind? Hast du eine Wahrnehmung für die Handinnenflächen, die Handballen? Für die Handrücken? Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch vorstellen, dass ihr in die Hände atmet und aus den Händen ausatmet. Und die Arme mit einbeziehen bis zu den Schultern. Noch einladen, mit jedem Atemzug die Arme und die Hände zu besuchen. Mit dem Einatmen so ausdehnen, so nähren und mit dem Ausatmen Gewicht abgeben und Verbrauch zu losströmen. Und kommen dann zum Nacken. Habt ihr eine Wahrnehmung für die Verbindung von Schädel zum Körper? Und auch dort im Nackenbereich setzen sich manchmal Spannungen fest. Es ist ganz normal. Die müsst ihr nicht versuchen zu verändern oder weg zu denken oder nicht zu beachten. Ladet euch ein, all diese Spannungen so zu sein, wie sie sind. Ihr dürft aber versuchen, mit dem Atem den Nacken einzuladen, sich jeweils leicht auszudehnen beim Einatmen und Spannungen und Gewicht abzugeben beim Ausatmen. Wie ist der linke Nackenbereich im Vergleich zum rechten? Ist es ähnlich oder verschieden? Und kommen wir zum Schädel. Habt ihr eine Wahrnehmung, wie euer Schädel am Boden aufliegt? Habt ihr eine Wahrnehmung für Kopfhaut, für einen Haaransatz? Habt ihr eine Wahrnehmung für das Innere von eurem Schädel? Könnt ihr euch vorstellen, wie das Hirn sich auf die Schädelplatte legt und die Schädelplatte auf die Haut und die Haut den Kontakt zum Boden macht? Habt ihr eine Wahrnehmung für euer Gesicht? Für die Stirne? Die Schläfe? Für die Augen? Und die Augenhöhlen, die sie drin liegen? Für hinter den Augenhöhlen? Habt ihr eine Wahrnehmung für die Ohren? Und für das Innere der Ohren? Habt ihr eine Wahrnehmung für die Wangen?
die Jochbeine, für die Nase, für das Äußere der Nase und für das Innere. Vielleicht könnt ihr einen Luftstrom spüren oder hören. Könnt ihr die Nasennebenhöhlen besuchen? Links und rechts. Das Kinn. Die Lippen. Und wie ist der Kiefer in eurer Wahrnehmung? Auch dort haben wir manchmal Spannungen, die sich erinnern an Alltag. Auch dort müsst ihr nichts verändern. Aber ihr dürft auch dort noch freundlich einladen, die Spannungen mit dem Ausatmen ein bisschen zu lösen. Ohne Verlangen, dass sie das können, ohne Leistungsdruck, mit einer freundlichen Einladung. Der Kiefer, der darf sich füllen und ausdehnen beim Einatmen und wenn er will, sich lösen und entspannen beim Ausatmen. Habt ihr eine Wahrnehmung für das Innere von eurem Maul, für die Zähne? Für das ganze Gebiss? Für die Zunge? Von wo bis wo könnt ihr eure Zunge wohnen? Liegt sie im Zungenbett oder berührt sie Zähne oder Zahnfleisch? Habt ihr eine Wahrnehmung für die Mundhöhle, für den Gaumen, vielleicht für den Speichel? Vielleicht könnt ihr zwischendurch eine Wahrnehmung wieder schlucken. Wahrnehmung für Kehle, für den Hals. Und ladet euch dann noch mal ein, die Aufmerksamkeit auf den ganzen Körper auszudehnen. Von der Zehenspitze bis zum Scheitel, von der linken bis zur rechten Hand. Ladet euch ein, den ganzen Körper zu bewohnen, um die Gelegenheit zu geben, sich auszudehnen beim Einatmen und Gewicht abzugeben beim Ausatmen. Wie ist die Wahrnehmung von den Kontaktpunkten zum Boden jetzt, in diesem Moment? Wie wäre der Abdruck, wenn ihr ein Stempel wäret oder wenn ihr im Sand würdet liegen? Erinnert ihr euch noch, wie ihr hier liegt, wo ihr liegt? Wo das Licht herkommt, ohne die Augen zu öffnen, wo die Türen sind, die Fenster.
Und bevor ihr die Übung abschliesset, versucht noch ein bisschen Wertschätzung zu geben, dass ihr jetzt die Übung gemacht habt. Und versucht, das ein bisschen zu schätzen, egal wie es war, egal ob ihr viel abgeschweift seid, ob ihr vielleicht zwischendurch eingeschlafen seid. Und nehmt nach der Zeit zurück in euren Tag zu kommen, schaut, wie ihr wollt, in die Bewegung kommen, wieder wie ihr wollt, ins Schauen kommen. Und kommt dann zurück in euren Tag oder in eure Nacht.